Grüß euch, meine lieben Pokefans. Willkommen zurück zu Let's Play Pokémon Kolosseum. In der letzten Folge hatten wir Professor Kulpa als auch Venus besiegen können. Wir haben jetzt schon zwei Krypto-Pokémon schon mal in unserem Besitz erlangt. Nun geht es jetzt weiter hier im Lagerturm. Und zwar in das große Türchen mit dem goldenen Tor. Vorerst müssen wir jetzt mal die ganzen Kuppel-Level aktivieren. Da brauchen wir natürlich den roten und das haben wir natürlich auch. Die rote ID-Marke. Die grüne. Blau. Und last but not least, die gelbe. Natürlich haben wir jetzt auch noch einen Kryptovorstand dazu übergestanden. Moment, ihr beiden, hier geht's nicht weiter. Oh doch, es geht schon weiter. Vorerst wirst du den Weg für mich freimachen. Lass mich raten, ob der noch ein Krypto-Pokémon bei sich hat. Nee. Die zwei sind jetzt keine Krypto-Pokémon, also sind die für mich vollkommen Wurst. Und mal sehen, ob das dritte Pokémon ein Krypto-Pokémon ist. Scaravorn. Dieses Pokémon ist tatsächlich ein Krypto-Pokémon. Ampelleuchte. Durchbruch, der Tiefe auf Nachthara. Daher setze ich jetzt mal schnell Konfusstrahl ein. Und wie hat die Attacke einsetzen? Schon irgendwie seltsam, aber okay. Mal sehen, ob wir das Scaravorn noch fangen können. Lariados wollten wir sowieso aus dem Weg räumen. Da können wir halt rufen. Einfach wird es auch nicht sein. Einmal tun wir noch Psy-Strahl einsetzen. Oder nein, nicht Psy-Strahl, das Regen da. Es ist Kampf und
Käfer. Ich habe jetzt natürlich jetzt Fernschauer eingesetzt. Mal sehen, ob das jetzt ein bisschen was bringt. Weil jetzt einfach wird das nicht zum Fangen sein. Mit den letzten Pokémon. Eine Attacke Sternschauer mache ich noch. Und dann, wenn wir dann nochmal den Hyperball einsetzen, dann wieder mal Pokémon beleben. Aber Scaraborn hat sich fangen lassen. Wie geil. Lol. Also hat mir keiner gesagt, dass du so stark bist. Naja. Damit haben wir jetzt unserem Weg jetzt freigebahnt. Bis zum Ziel ist es, bis zum Ende des Hauptgames ist jetzt nicht mehr weit. Aber ich glaube, wir müssen sowieso noch zu Sophos. Ich glaube, da hat er etwas. Was wir gerne gebrauchen können. Wir gehen jetzt mal kurz nach Emetea, kurz, bevor wir dann jetzt noch weiter voranschreiten. Anscheinend ist dort hier ein Kolosseum. Hier ein Lagerturm, aber da kommen wir gleich rüber. Vorerst gehen wir jetzt nun zu Emetea. Mal sehen, was Sophos im letzten Part uns geben wollte. Oh, Cosma! Und Red ist auch dabei. Schön, dass ihr wieder da seid. Und habt ihr meine Nachricht bekommen? Angekommen ist sie, aber die Nachricht war unvollständig. Wir haben nichts verstanden, Großvater. Ach so, seltsam. Egal, jetzt können wir ja auch miteinander reden. Also, was ich eigentlich wollte, war folgendes. Ich habe hier etwas für dich, Red. Los, nimm schon. Meisterball. So, Red, jetzt mach dich mit Cosmo zusammen rasch auf den Weg. Zerschlage diese schreckliche Organisation, die den Weltfrieden droht. Oh ja, was werden wir dann machen? So, der Meisterball wird uns sicherlich was Winziges sein. So, dann gehen wir mal wieder zurück. Und dann speichern wir nochmal ab. Und dann gehen wir schon gleich entlang des Ziels. Ding, 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 ding. So, mal schon mal speichern hier. So, dann machen wir jetzt auf den Weg zu der Tür, wo wir schon mal die Karten eingeführt haben. Kann man so eher bezeichnen wie halt die Pokémon-Liga, aber nur übernommen von einer bösen Organisation. So, dann gehen wir mal jetzt in das goldene Türchen. Und dort befindet sich natürlich ein großer Aufzug hier vorne. Und wir kriegen jetzt wieder mal eine Meldung. Von wem? Diesmal. Red, ich hab's geschafft. Auf der CD-ROM ist eine Liste von Krypto-Pokémon, aber ich konnte sie bisher nur teilweise wiederherstellen. Ich schicke dir die Daten der 29 Krypto-Pokémon, die ich schon identifizieren konnte.
Später mehr. Gut zu wissen. Trommelwirbel bitte, Fanfare, Beifall, Hurra! Seit der Eröffnung des Turms bist du genau der 1000. Gast. Haha, das glaubst du doch nicht, wirklich. Schließlich ist heute gerade mal der Tag der Eröffnung. Na, was du nicht sagst. In diesem Sinne jetzt die Pokémon jetzt etwas niedriger gelevelt. Interessant, dass die Grotto-Vorstände fast Level 50 waren und jetzt sind die so etwas runtergelevelt. Die normalen Trainer. Ich hatte jetzt leider mit den schlechten Pokémon, weil ich das natürlich im Boot Elektro-Typ. Wieder mal Schutzschild. Oh Mann. Mal sehen, ob der noch ein Krypto-Pokémon bei sich hat. Okay, das ist Power Punch. Ja, Hauptsache nicht auf Suicune. Jetzt haben wir dann manchmal jetzt einen Fortschritt, die Rock aus dem Weg zu räumen. Mogelhieb. Armstoß. Kann ein bisschen effektiv sein, aber naja. Schadet aber nicht so viel. Schein, damit es sich erholen kann. Ja, laber doch nicht. Wie viel Schaden machst du denn noch hier? So, Aurastrahl. Weißnebel braucht ja keinen Mensch. Na bitte.
Haben wir das jetzt mal richtig hinter uns gebracht? Gib zu, du warst ein wenig stolz, der tausende Gast zu sein. Schon bald werden Gäste aus der ganzen Welt diesen Turm besuchen. Dann werden viele Menschen sehen, wie ich kämpfe. Und ich werde weltberühmt, jawohl. Aber du bekommst meine speziellen Kampftechniken heute vor allen anderen zu sehen. Ja, was du nicht sagst. Artist Mascara. Walderfisch und Seemann. Ich bin gespannt, was die drauf haben. Wetten, sie hat natürlich ein Krypto-Pokémon. Derzeit nicht. Aber ich glaube wahrscheinlich eins von den zwei muss es sein. Und die Attacke ging daneben, so ein Dreck. Aber ich glaube, bevor wir dann das Ende dann betreten, weil wir wahrscheinlich jetzt noch dann den restlichen Duellberg noch machen. So, das Octillery ist noch kein Krypto-Pokémon. Das ist mal gut zu wissen. Infogata ist ja sowieso noch kein Krypto-Pokémon. So, Raikou erreicht jetzt auch Level 50. Supi-tupi. In einem Treffer Octillery Platz gemacht. Oh nein, ich habe verloren, bevor ich berühmt werden konnte. Ja, heul zu deiner Mami. Ich werde heute noch mehr üben, bis ich eine charismatische Trainerin geworden bin. Ja, träum weiter. Hier gibt es noch einige Trainer hier. Du bist also Sir Red von Team Krall. Mit dir wollte ich schon lange mal kämpfen. Und jetzt zeig mir, was du wirklich toll kämpfen kannst, wie man immer hört. Der kennt uns wahrscheinlich. Oh ja, als Bodentyp hat er eingesetzt, ist ja auch klar. Also ein Falltreffer. Suicune. Komm mal raus und erledige den Rest für mich, bitte. Heute wird es sehr viele Kämpfe hier geben, Leute, also... Bevor wir dann jetzt zum großen Finale kommen, wird es noch ein bisschen dauern.
ganz easy peasy. Ich hab gedacht, die Trainer sind Level 50, aber nee, Level 40 ist einmal ziemlich lame. Du, ich besiegt? Was für ein Gegner. Also, ihr müsst euch erinnern, das ist schon eine Weile her. Wir haben uns in Fena getroffen. Mein Name ist Marino. Ich habe mich vielleicht vergessen, aber ich vergesse nichts. Ihr hattet die Stirn mit Menturakok zu stehlen. Aber heute ist endlich der Tag der Abrechnung gekommen. Ah, da möchte es sich rechnen jetzt, dann, lieber Marino. Der wir seinen Menturakok geklaut haben. Wenn wir deinen Platz machen, heute mal. Fußball. Wir alle beide Finte. Also wenn nur zwei Pokémon hat, ist also so jetzt nur ein kleiner Fisch. Schlammbad. Bastard. Das ist ein sehr guter Treffer. Beenden wir jetzt mal den Kampf mit dem Schlitzer. So, damit haben wir Marino besiegt. Verflucht, schon wieder verloren. Der ist jetzt schon mal weg. Der Meisterball muss sich natürlich bis zum Ende aufheben. Die Organisation, die diesen Turm gebaut hat, will hier wohl reiche Persönlichkeiten aus aller Welt versammeln und einen riesigen Vermögen scheffeln. Aber dafür brauchen sie doch bestimmt eine Attraktion, auf die Leute aufmerksam werden. Genau, natürlich dafür sind die Kämpfe mit Krypto-Pokémon gedacht. Ja, anscheinend ist es ein Gebäude, was Team Krypto gebaut hat. Und zum grünen Abschluss werden wir das hier noch erledigen.
Hilfstoß. Sehen, ob der auch ein kurzer Pokémon bei sich hat. Da haben wir noch drei Trainer noch bei uns, aber das werden wir dann im nächsten Part machen. Blitzkanone. Daneben, war ja klar. So. It's a color. Los, Donner. Die Attacke ging dann ging ja zu sehr gut, aber dass er überlebt mit einem Hitpoint, das kann doch nicht wahr sein. Mal Magneton besiegt. Platt. Damit er keine Elektrostöße mehr gibt für uns. Ja, Melona kommt jetzt etwas später raus und ich glaube, Schaufler geht jetzt an Raikou. So, Zeit ist die Sache zu beenden. Es sind wir gar nicht, endlich zu verlieren. Und kapiert, Kämpfe sind immer eine Attraktion, egal wer gewinnt und verliert. Aber wer recht hat, hat er recht. Okay. Da gibt es noch keinen Trainer, aber ich glaube, hinter dieser Tür befindet sich noch ein Trainer. Das wollen wir aber erst später machen, im nächsten Part. Dann sind wir schon bald im Lagerturm, aber ich glaube, dann sind wir schon mit allen Trainern dann hier bald durch. Boah, erst bald durch. Weil uns fehlen uns noch sowieso noch 5 bis 6 Trainer noch, dann haben wir schon die gesamten Krypto-Pokémon, die wir gesammelt haben, bald vollständig. Nun fehlen uns nur noch die Starter-Pokémon von Lorblatt und Igilabar. Wir haben natürlich Tyrakrok schon gefangen im den letzten Parts zuvor. Gut, im nächsten Part, das war schon jetzt hoffentlich ziemlich lang und ich glaube, das wird jetzt 2 Parts extra länger sein, aber egal. Hauptsache, wir haben jetzt genug Parts gedreht. Wir sehen uns in der nächsten Folge, dann werden wir dann weitermachen. Und falls euch dieser Part gefallen hat, Like da lassen, abonnieren, die Glocke aktivieren, nichts vergessen, damit ihr nichts verpasst. Dann geht es hier weiter, hier im Lagerturm. Bis dann und ciao, euer Red Pocketendo.